Das ist der Podcast von Kultur und Gestalt. Ich bin Isis und ich spreche hier mit meiner Mutter und Geschäftspartnerin Nike. Sie ist Gestalttherapeutin und ich Kulturwissenschaftlerin. Zusammen sind wir Trainer und Coaches für Konfliktmanagement und Diversity Management. Anhand von Schlagzeilen aus Kultur und Gesellschaft analysieren wir für euch, wie wir in unserem Alltag resilienter werden können und mit Herausforderungen, die wir alle kennen, besser umgehen können. Und jetzt geht's los. Hallo! Hallo Isis, wie schön! Hi! Es ist wieder Mittwoch! Ja, es ist Mittwoch! Kultur und Gestalt ist wieder am Start! Ja! Genau, wir sind euer Bildungsunternehmen des Vertrauens, wenn es um die Themen Diversity, Change und Konfliktmanagement geht. Und hier sind Isis und Nike. Genau, herzlich willkommen! Und wir sprechen in diesem Podcast zum dritten Mal in Folge über Diversity Management. Wir haben diese Struktur, dass wir immer über unsere drei Themen jeweils drei Folgen machen. Und wie jedes Mal haben wir eine sehr spannende Schlagzeile für euch gefunden und möchten die ganz gerne nutzen, um das zum einen mit euch zu teilen und zum anderen auch noch auf noch ein paar Sachen hinzuweisen, die uns zu dem Thema wichtig sind. Und zu denen wir euch einfach auch sehr gerne mehr erzählen. Die Schlagzeile von heute kommt von der Zeitschrift Kreditreform Magazin. Das ist ein Unternehmensmagazin. Genau, und das gehört zum Handelsblatt. Also vielleicht kennt es die eine oder andere Person. Und die Schlagzeile lautet Diversity, Doppelpunkt, eine gute Absicht macht keinen Unterschied. Das ist die These, die hier vertreten wird. Und es ist ein Interview mit der Unternehmensberaterin Tanja Akin. Und ja, worum geht es da drin? Was erzählt sie? Ganz im Vordergrund dieses Artikels steht das Thema Unconscious Bias, also unbewusste Vorurteile. Ja. Sie erzählt in dem Artikel, dass eben alleine ein Unternehmen diverser zu machen, also quasi mehr Vielfalt in der Belegschaft umzusetzen, allein noch gar nicht das Problem unbedingt löst, also quasi dann noch gar nicht irgendwie die Diversität auch wirklich funktioniert, sondern dazu gehört noch ein bisschen mehr. Wie zum Beispiel auch einfach diese unbewussten Vorurteile, von denen es eben einige gibt, die auch in der Kognitionsforschung untersucht wurden, sich die eben klar zu machen und da darauf reagieren zu können, die halt einfach quasi entdecken zu können. Ja. Ja, so, was sind eigentlich Unconscious Biases, also oder was könnte das zum Beispiel sein? Sie nennt in dem Artikel auch zwei Beispiele dafür. Und zwar, beide drehen sich um die Situation wenn es ein Vorstellungsgespräch gibt. Also eine Person bewirbt sich bei einer Firma und hat dann ein Vorstellungsgespräch und dann nennt sie einmal die Affinity Bias. Und die Affinity Bias bezeichnet das Vorurteil, wenn Menschen uns ähnlich sind. Und das ist auch der größte oder, glaube ich, somit der häufigste Kritikpunkt in Bezug auf Diversity oder mangelnde Diversity in Firmen, weil Menschen eigentlich am allerliebsten Menschen einstellen, die wie so kleine Minimis von uns selber sind, die uns selbst total ähnlich sind. Und wenn das eben passiert, dann, wenn die quasi zum Beispiel Hobbys haben oder irgendwelche anderen Ähnlichkeiten oder sei es, wie die aussehen, sei es, wie alt die sind, sei es deren Geschlecht oder, wir haben bereits vor zwei Folgen das Thema, was sind denn Diversity-Dimensionen, durchgenommen, könnt ihr euch auch sehr gerne nochmal anhören. Findet ihr bei Instagram, aber auch bei Spotify. Und ja, eben, also zu diesen ganzen Diversity-Dimensionen. Roundabout, überall. Ja, stimmt. Wir sind ja mittlerweile auch. Wo es Podcast gibt, radio.de. Du wirst uns finden. Und wir haben viele coole Podcasts schon gemacht. Ja, mega. Ja. Genau, und dass eben diese Affinity Bias besagt eben, dass in allen diesen Dimensionen, wo Menschen uns ähnlich sind, da haben wir dann eher die Neigung zu sagen, das ist ja eine total kompetente Person und die muss in mein Unternehmen.
Ne? Und das ist natürlich ein Problem, wenn es darum geht, Diversity, wir wollen ja vielleicht sogar gerade andere Personen, die uns nicht total ähnlich sind, sondern eben eher eine Unterschiedlichkeit im Unternehmen realisieren. Das ist quasi ein so ein Vorteil. Und ein anderes ist, sie nennen das die Confirmation Bias. Und die besagt, wenn wir uns bereits eine Meinung gemacht haben zu einer Person oder zu einer Sache, dass wir dann eigentlich quasi mit dieser Meinung schon in dem Gespräch sind und eigentlich nur noch Beweise sammeln. Und also die dass quasi wir recht haben, dass wir richtig sind in unserer Wahrnehmung. Ja. Genau, ja. Dass quasi also das, was die Person jetzt sagt und tut und verhält, dass das eigentlich genau das bestätigt, was ich ja eh schon über die Person dachte. Und deswegen hat sich eigentlich die Diskussion für mich schon fast erledigt, wer da sonst noch so dahinter steckt. Also aus psychologischer Sicht finde ich das total spannend und danke, dass du uns diesen Artikel schon so freundlich vorstellst, auch mit den Fachbegrifflichkeiten. Ich möchte nur etwas markieren. Und zwar das erste ist, beide Dinge, die du gerade beschrieben hast, dienen dazu, um sich selber zu beruhigen. Das eine ist dazu da, da beruhige ich mich, dass ich sage, ey cool, das was du machst, das kenne ich auch. Da gehe ich in Resonanz. Wie schön, da kann ich entspannen. Wir sprechen die gleiche Sprache. Manche sagen sogar, wir haben die gleiche Blutgruppe. Ne? Da sprechen wir in so einer Metaphersprache. Ja. Und das andere ist genau, um sich zu entspannen auch. Ah, wenn wir was anderes dazu holen, dann haben wir ein weiteres Spektrum. Wir sind irgendwie weiter unterwegs und sind dann auch besser aufgestellt. Also beide Dinge sind eigentlich dazu da, um die eigene Position zu festigen bzw. zu bessern oder zu stabilisieren. Ja. Und was wir mit Kultur und Gestalt ja als Anliegen haben, ist da beweglicher mit zu sein. Also ich wollte das unbedingt gerne noch dazufügen, Isis, aber bitte mach noch weiter, da war noch was vom Artikel. Ja, genau. Also was da noch war oder warum das spannend ist, sich auch noch was man zu dem Artikel noch sagen kann, ist, dass sie ja auch darauf eingeht, wie gehen wir denn damit überhaupt um? Also was gibt es denn für Lösungen für dieses Problem? Und sie sagt eben, Lösungen dafür sind eigentlich letztendlich Training und Coaching, also dass wir uns diese Vorurteile klar machen, dass wir lernen, wenn die uns auffallen, dagegen zu steuern oder wie wir einfach da lockerer und durchlässiger werden. Und sie geht eben auch darauf ein, dass das nicht eine einmalige Lektion ist. Also es ist nicht so, wie ich habe es jetzt einmal verstanden und jetzt für immer und ewig habe ich keine Vorurteile mehr in Bezug auf diese Sache. Immer. Das ist ein wiederholender Prozess sozusagen. Ne? Also genau. Und sie bietet da auch sogar ein Zeitding noch an, dass sie sagt, das ist so prozessorientiert, man hat dann so seine Sache und dann spätestens nach 2 Jahren sollte es wieder so eine Bewusstheit darüber geben, wir sollten uns mal wieder zuwenden, wie gehen wir denn mit Diversity hier eigentlich um? Und was hat sich denn bei uns so gesetzt und mit welchen Ideen sind wir denn da so unterwegs, um uns einfach diesem Thema zu öffnen? Und ich finde diesen Artikel einfach super. Ich freue mich einfach, dass es diese Fachzeitschriften gibt und freue mich, dass wir diese Schlagzeile heute wieder aufgenommen haben. Ja, mega. Ja, und das hat uns auch dazu inspiriert, nochmal über einen Aspekt zu sprechen, über den wir auch in unserer Ausbildung zur Diversity Managerin sprechen. Und zwar die Tatsache, dass Diversity ja eben nicht nur Konfetti und Sunshine und wie geil, dass es jetzt endlich die Vielfalt sein darf und alles ist bunt und lebendig, sondern natürlich hat Diversity auch den Aspekt, dass es eben eine Anstrengung gibt. Ne? Also dass Diversity, es gibt natürlich den Aspekt von Teams werden kompetenter, weil mehr Kompetenz ist da. Aber es gibt auch den Aspekt von Diversity ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern auch ein Stück weit eine ethische und moralische Frage, also sprich eine politische Haltung, dass man eine Chancengleichheit für all diese der verschiedenen Positionen in den Diversity-Dimensionen haben möchte. Weil Diversity ist eben auch anstrengend. Also sich das ins Haus zu holen, ist nicht nur geil, sondern es ist auch anstrengend. Ja. Es gibt nicht so wirklich eine Alternative, sei es, weil Menschen einfach sowieso unterschiedlich sind oder weil es einfach politisch gesehen in einer pluralen Gesellschaft nun mal so sein muss oder sollte. Aber eben, was sind denn die schwierigen Seiten von Diversity? Wollten wir heute einfach auch mal drauf gucken. Und dazu gehört...
Ja, genau. Ich wollte noch mal betonen, dass es eben auch bei Diversity Training darum geht, die eigene Komfortzone zu verlassen und etwas Neues kennenzulernen. Und dazu braucht es Mut und eine gewisse Gelassenheit. Und ich finde es super wichtig, dass wir heute dieses Thema auch noch mal ein bisschen uns anschauen, wie anstrengend kann das auch sein? Weil Diversity wird total abgefeiert, es ist total im Licht und es ist auch sehr positiv und alle sind sehr emsig und ja, wir machen das und wir sind auch dafür und genau. Und jetzt die Menschen, die dann halt professionell damit arbeiten und auch beraten und so, denen wird aber auch klar, hey, das ist gar nicht so eine einfache Nummer. Es ist eine echte Herausforderung. Total. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie Diversity ins Deutsche übersetzt werden kann. Und die zwei gängigsten sind zum einen die Vielfalt, was ja so ein sehr positives Wort ist, wo so ganz viel, ja, das steht ja, das hört sich ja schon fast an nach Reichtum und nach, Freiheit, ja, und nach ja. Freiheit, ne? Also so alles so ganz tolle, starke. Inspiration, Genau, genau. ja, voll. Und die Ja. andere Übersetzung, die dabei eben auch reingehört, ist eben die Widersprüchlichkeit. Ja? Ja. Dass da einfach mehrere Personen oder Ideen oder Lebensweisen oder Arbeitsweisen zusammenkommen, die einfach sich Ja. quasi widersprechen. Ja? Die einfach unterschiedlich sind, die, also Unterschiedlichkeit ist auch so ein Wort, das da ganz häufig benutzt wird in dem Kontext, die Ja. einfach von dem, was sie sind, was sie darstellen, was sie wollen, was sie glauben und so weiter, einfach so komplett andere Impulse haben. Ja. Ja. Das ist wirklich ein Ding, wenn man sich da mal drauf einlässt. Es ist natürlich Inspiration, es kann aber auch sehr irritierend sein, wenn wir dann konfrontiert werden aufgrund gelebter Diversität, dass da andere Bedürfnisse sind, andere Kompetenzen, andere Fähigkeiten, dass die Wahrnehmung anders ist, weil man einfach anders sozialisiert ist und auch eine andere Erwartungshaltung hat, ja. Und dass diese Annahme von was ist normal an sich eigentlich schon, ja, nicht greifen kann, wenn es um Diversity geht, ne? Und wie schön, dass wir mittlerweile so eine Sprache dafür gefunden haben und eine Bewusstheit, nicht nur politisch, sondern eben auch im Business und auch privat. Das gefällt mir sehr gut. Denn das, was wir gerade jetzt so erleben, diese Vielfalt, die geht eben auch an die Substanz. So, ne? Es ist also auch etwas, was uns wirklich fordert und wo wir mit Selbstverständlichkeiten anders umgehen lernen müssen, weil wir vielleicht auch mit unserer Identität in Frage gestellt sind. Dinge, die für uns klar waren, werden plötzlich in Frage gestellt, wenn wir uns darauf einlassen. Ja. Ja, eben, das ist diese Situation von, ich hatte ja irgendwie schon eine relativ gut etablierte Gewohnheit, wie so mein Leben und meine Arbeitsweise oder mein Privatleben oder wie auch immer funktioniert, meine Ansicht auf die Welt. Ja, und Und auch strukturiert, ne? das sind auch ganz häufig eben Dinge, die mir gar nicht so bewusst sind, sondern die eben sogenanntes implizites Wissen sind, also quasi. Genau. Es wird auch von Tacit Knowledge gesprochen, also so verborgenem Wissen sozusagen. Ja, Das genau. habe ich quasi irgendwo in meinem Körper gespeichert, das habe ich gar nicht so in meinem Ja, Bewusstsein drin. es ist so da, aber nicht richtig bewusst. Genau. Genau, und es ist ganz häufig so, dass diese Eigenschaften uns erst so richtig klar werden, wenn wir konfrontiert sind mit Ja. jemandem, der anders ist als das. Ne, dass wir quasi dann auf einmal so, das clasht irgendwie und ich bin so, ah. Okay, krass, stimmt. Ich wusste gar nicht, dass ich da so bin, aber offensichtlich bin ich da so. Und die Frage ist ja, was machen wir dann? Und das ist ja quasi ein ganz, ganz arg wichtiger Baustein, Ja. warum auch überhaupt Diversity Managerin sein, warum überhaupt also diesen Schritt gehen wollen, sich da eine Kompetenz einzueignen. Ja, nicht nur, um die ganze Zeit, wie gesagt, hier die Konfetti-Party der Vielfalt zu schmeißen, sondern eben Ja, auch, um genau mit was diesem Crash ein toller gut Ausdruck. klarzukommen, ja? Ja. Und genau, Nike, da würde ich jetzt einfach dich nochmal bitten, einfach auch so nochmal kurz vielleicht so ein paar Ja. Aspekte oder Impulse zu geben, was denn helfen kann, um genau diesen Clash zu managen oder einfach auch auszuhalten in dem Ja. Moment. Also ich glaube, das Grundsätzliche ist an der ganzen Sache ist, dass wir es selber nicht als Bedrohung empfinden, sondern dass wir es einfach verorten als eine Herausforderung oder eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.
dass wir einfach wahrnehmen, Komfortzone ist gut, Entwicklung ist besser, sonst bleibe ich stehen. Und wenn ich mich weiterentwickle und mit neuen Dingen konfrontiert bin und da überhaupt nicht andocken kann, weil ich da ins Leere falle, weil mir das so mega fremd ist, dass das eine Einladung sein kann, mir Neues einzuverleiben, mich mit neuen Dingen vertraut zu machen. Weil es geht darum, sich vertraut zu machen, damit es eben nicht mehr so irritiert und befremdet. So. Und dann hat das eben auch was mit Sichtbarkeit zu tun. Und Sichtbarkeit entsteht, wenn ich benenne. Wenn ich einfach sage, hier in diesem Fall bin ich gerade irritiert, ich tue mich da, ich brauche da irgendwie noch einen Hinweis oder ich brauche da irgendwie noch eine Brücke, die wir da gemeinsam gehen können, damit wir in diesem Fall mit dieser Vielfalt, die vorhanden ist, einen Konsens finden können, um gut im Team zu arbeiten, ohne dass du dein Sein verlierst, was uns ja inspiriert, und ohne dass ich etwas aufgeben muss, was mir total den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ich finde es irgendwie dann auch sehr schön, dass das Ganze eingebettet ist in dieser Bewusstheit von, dass es eigentlich im Leben, egal um was es geht, immer darum geht, mit Gelassenheit in Kontakt zu bleiben. Und Gelassenheit ist ja eins von unseren vier didaktischen Bausteinen, die wir mit Kultur und Gestalt entwickelt haben, weil wir einfach gemerkt haben, es reicht nicht nur ein gutes Wissens Fundament zu haben. Es reicht nicht nur, den Willen zu haben, etwas durchzusetzen und es auch zu tun. Es reicht nicht nur dann auch, den Wachstumsprozess nachzuspüren und dann in das Wachsen zu gehen, in dem Grow zu sein. Nein, wir sind auch der Meinung, ein Flow muss sein. Es braucht eine Entspannung. Ja. Und das zu üben, wäre insofern interessant, dass man vielleicht einfach mal guckt, bei allen Dingen, die sein müssen, an Gleichheit, an Konformität, damit wir uns auf etwas einigen können. Wo sind denn die Möglichkeiten, wo ich in der Vielfalt mich auch zu Hause fühle? Und das zu üben, hat was damit zu tun, eigentlich mit meinem ganzen Sein. Egal auf welche Lebenssäule ich gucke, körperlich, sozial, Lifestyle, Konsum, ich weiß nicht was, du kannst es ja üben, dich mal mit Dingen einzulassen, die vielleicht sehr fremd für dich sind, und dann herauszufinden, ich habe für mich damit vertraut gemacht, ich kann es sogar für mich auch akzeptieren und integrieren oder zumindest sehen als eine Sache, die mich bereichert, und kann dann einfach flexibler sein im Umgang mit dieser ganzen Sache, die da so vielfältig sich mir anbietet. Ja? Das gilt sowohl im beruflichen wie auch im privaten, denn das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir eine gute Arbeit machen, wenn wir ein Unternehmen gut nach vorne bringen wollen, wenn wir in einem Team gut verbunden sein wollen, dann bringen wir in der Regel unser ganzes Sein mit rein. Ne? So. Das heißt, es ist eben auch eine private Grundhaltung, die ich dann eben auch professionell für mich anwenden kann im Beruf. Und deswegen macht es Sinn, sich vielleicht mehr auch im Alltag zu üben, dass es einfach galanter wird und geschmeidiger wird, mit Dingen umzugehen, die vielleicht für mich sehr fremd sind. Ja. Ich finde, da hast du jetzt schon eine total coole Übung für diese Podcast-Folge erfunden. Und die Übung, wenn ich die jetzt nochmal so zusammenfassen darf, dann wäre die so für mich, oder so wie ich die verstehe, etwas ausprobieren, sei es zu essen, zu denken, zu lesen, mit jemandem zu sprechen und so weiter, das ich normalerweise niemals machen würde, das also quasi wirklich wie eine Art komplettes fremdes Ding für mich ist. Ja. Und mich in diesem Gefühl, das das in mir auslöst, mit diesem Gefühl vertraut zu machen. Weil das ist eigentlich genau. Die Metakompetenz, ne? Also ich mache mich vertraut mit der Situation, das kenne ich noch nicht. Ja. Ich kann mich nicht mit allen Dingen auf der Welt vertraut machen, aber ich kann mich vertraut machen mit dem Gefühl von, das ist neu und das lerne ich jetzt kennen. Und das Coole daran ist ja, vielleicht hat der ein oder andere schon mal den Ausdruck der Comfortzone gehört, also die Zone, in der ich mich sicher und wohl fühle, diese Zone, die wird einfach immer größer dadurch, ne? Also weil quasi immer mehr Dinge in meinem Bekanntenkreis sind und ich auch die Fähigkeit immer mehr mir aneigne, da mehr Dinge reinzuholen. Also quasi ich wachse auf zwei Ebenen, ja, quasi ganz konkret in meiner Comfortzone und in der Fähigkeit, die Comfortzone wachsen zu lassen. Also ja. Eine doppelte Übung. Und,
Und was ich halt auch ganz wichtig finde, diese Fähigkeit ist uns eigentlich auch vertraut, denn wir haben sie schon längst angewendet. Ich möchte mal gerne erinnern, 0. bis 6. Lebensjahr, wenn alles neu ist, wenn Ja. alles eine Herausforderung ist, dann war es immer gepaart mit dieser Entdeckerfreude, mit diesem Forschungsgeist. Hatte den Vorteil, dass alles neu war, alles war kurzweilig, alles war Abenteuer. Und es war so ein Begreifen wollen, ein Finden wollen. Wir waren im Grunde genommen Schatzsucher und haben uns so der Welt geschenkt, ja. Und haben herausgefunden, wie funktioniert das denn mit dem Lichtschalter? Und wieso mag ich eigentlich Sand nicht so sehr wie die Füße ins Wasser zu stellen? Oder, ja? Ja. Also das ist wirklich etwas, was ich auch sehr beruhigend finde. Es geht ja eigentlich nicht darum, jetzt irgendwie etwas ganz neu zu erfinden, sondern dass wir auch da andocken an eine elementare Lebenserfahrung, dass es eben auch Spaß machen kann und sehr kurzweilig sein kann und sehr positiv sein kann. Und dann bin ich nicht nur in der Anstrengung verfangen, sondern vielleicht auch in der Freude. Ne? Das wäre auch nochmal so ein Angebot. Voll. Ja, ich hätte direkt Ich einen kriege richtig Wunsch. Lust, was Neues zu machen. Ich habe Das direkt ist so den Wunsch, was lustig Neues zu machen. Jetzt gerade. sofort. Ja, Los, auf die Straße. ich habe gerade gedacht, was will ich heute noch mal Neues machen? Ich Was habe will ich heute richtig eigentlich Neues Lust. machen? Ja, das ist auch Ja, mal cool, die genau. eigenen Aufgaben dann auch selber dann direkt durchzuführen. Ja, Ich finde ich hätte echt direkt spannend. aber noch einen Wunsch, so einfach auch so, wir neigen uns ja jetzt gerade auch dem Ende unserer heutigen Podcast-Folge zu und Ja. am Ende wünschen wir uns immer was. Mein Wunsch an dieser Stelle zum Umgang mit der schwierigen Seite von Diversity ist eben, dass wir uns nicht überfordern. Und das, damit meine ich Folgendes. Es kann voll gut sein, dass wir jetzt diese Sachen gehört haben und wir sind mega reflektiert und wir denken die ganze Zeit darüber nach, oh, jetzt kommt da jemand und der wird bestimmt voll anders sein und weil jeder Mensch ist ja anders und deswegen muss ich eigentlich diese ganzen Dinge abklären und diese Gewohnheiten und all diese Dimensionen abklappern. Problem ist aber, das funktioniert in der Regel nicht so gut, weil es sich ja eben um dieses sogenannte implicit, also das implizite, versteckte Wissen handelt, das die Leute in der Regel gar nicht benennen können. Das heißt, Ja. was eine gute Strategie eben wäre, ist, in Anführungszeichen einfach zu machen, aber bewusst dabei zu sein, aufmerksam zu sein und dann in die Feedback-Schleife zu gehen. Also das vorher quasi schon den kompletten Weg auszudifferenzieren und zu sagen, so und so und so werden wir das machen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren und ihr werdet euch wahrscheinlich überfordern, sondern geht einfach in die Situation, handelt, lebt, tut Dinge und danach redet mit den Menschen. Ne? Denkt drüber nach und redet und entwickelt Dinge zusammen. Also vor allen Finde ich einen Dingen, wenn es so super Wunsch, solche. finde ich einen super Wunsch. Also sich nicht zu überfordern, finde ich Ja. eine super Sache. Und dann immer auch noch zu schauen, dass ich wieder eine Basic habe, ne? Wo ich dann wieder entspannen kann, ne? Das Das macht ist ja wirklich dann, Sinn. ja, wäre das dann Das dein macht Wunsch schon? total Sinn. Ich gehe deinen Gedanken gerade hinterher. Ja. Du hast mich eingeladen und ich gehe da gerade so Ja. hinterher und denke mir, ja, die Isis hat recht. Das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn wir das so handeln können und uns da auch mit einer Fürsorge begleiten, ja, mit einem Wissen um uns selber, ne? Und dann nicht in so einer Spirale landen und dann irgendwie frustriert sind. Deswegen gefällt mir dein Wunsch sehr gut. Ja, im Endeffekt ist es der Skill mit dieser sich diese Unsicherheit, also sich dieser Unsicherheit bewusst zu sein, aber ein Stück weit auch da mitzuleben und trotzdem handlungsfähig zu bleiben und in die Feedback-Schleife immer wieder reinzugehen. Und häufig können das auch ganz kurze Zeiträume auch sein, ne? Das muss nicht irgendwie jetzt ein Monat sein und dann frage ich zum ersten Mal, ja, alles okay bei dir? Sondern das kann man auch, ja, da findet ihr auf jeden Fall euren Rhythmus. Ja, da schwang ja gerade schon so, das ist schon so ein bisschen mit. Du hattest ja gerade gefragt, was ist denn so dein Wunsch? Und tatsächlich, bei dem, was wir gerade miteinander reflektiert haben zum Thema Diversity Management und im Hinblick darauf, dass wir ja auch eine zertifizierte Fortbildung dazu anbieten als Teammanagerin,
mit dem Fokus auf Diversity Management, aber auch auf Konfliktmanagement, wir machen da ja mehrere Zertifizierungsfortbildungen, ist es wirklich so, dass ich den tiefen Wunsch verspüre, bleibt fröhlich dabei. Ich glaube, das ist ein gutes Maßband. Also wo fängt es an zu kippen und ich kriege Bauchschmerzen und es ist für mich körperlich ganz unangenehm, wo ich dann denke, oh no, das ist also, ne? Dann ist das etwas, wo ich finde, da wird sehr authentisch und wahrhaftig was wahrgenommen und das kann eine gute Orientierungslinie sein. Und sich dann selber wieder zu erfreuen mit der Idee davon, ich darf auch Dinge, die total anders sind, aus dem Top Vielfalt für mich ausprobieren, aus so einer Freude heraus. Ne? Bei all dem Wissen von, was wir alles tun können und vielleicht auch wollen, weil wir ja gerne eine gute Position einnehmen wollen, weil wir ja gerne das Gefühl von Sicherheit haben wollen. Ja, es gibt ja viele ernsthafte Gründe, weswegen wir uns mit Diversity beschäftigen. Da scheint es mir eine gute Balance zu sein, es auch ein bisschen rauszukriegen aus so einer Freude heraus, ja, und sich da auch nochmal ein bisschen zurückzunehmen und da ein bisschen drüber zu schnaufen, sich vielleicht mal hinzusetzen an einem warmen Platz, an einem Ort, der gemütlich ist und da mal tief ein- und auszuatmen und mal dieser Frage nachzugehen, was macht mir denn Freude, wenn ich etwas Neues habe, ne? Also das scheint mir auch nochmal eine ganz feine, aber doch sehr wirksame Spur zu sein. Ja, womit dann das Thema Mental Health auch mit im Katalog aufgenommen wäre. Wir sind wäre. Da wirklich bedürftig, auf jeden Fall. Also ja. Psychische Gesundheit ist mega wichtig ja. Und deswegen engagieren wir uns ja auch, weil wir wirklich die Idee davon haben, wir können einfach gesünder und entspannter durchs Leben gehen und trotzdem sehr kompetent sein und Anstrengungen überstehen, die vielleicht für einen Moment sehr anstrengend sind, um dann auch wieder so ein Fundament zu haben, wo wir sagen können, und da habe ich jetzt einen guten Stand und da kann ich auch immer wieder die Balance halten. Ja, ja. Ja, schön. Spannend. Vielen Dank. Was machen wir eigentlich das nächste Mal, Isis? Das nächste Mal geht es mit Change Management weiter. Also die Fähigkeit, mit Veränderungen klarzukommen, was ja auch mit unseren beiden Themen Diversity verwandt und ist. Konflikt sehr verwandt ist. Deswegen machen wir ja auch diese Kombi. Ja. Freue mich sehr. Ja, genau. Ja, ansonsten, wir sind hier nächste Woche am Mittwoch um 15 Uhr wieder für euch live am Start. Sehr gerne. Und am Start, genau, unsere nächste Ausbildung zur Teammanagerin mit Fokus auf Diversity Management beginnt am 8. Oktober. Und das ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Es gibt auch eine Intensivausbildung, wo quasi das in einer Woche insgesamt durchgeführt wird. Die Termine findet ihr auf unserer Website www.kulturundgestalt.de mit Minus zwischen den Worten. Und wenn ihr die Idee habt, ihr wollt auch gerne mit uns Urlaub machen, ein bisschen im Bildungsurlaub sein, dann seid ihr bei uns auch total richtig, weil wir haben auch sehr schöne Bildungsurlaube entwickelt, die eben auch einhergehen, nicht nur mit beruflicher Qualifizierung und Bildung, sondern auch so mit Empowerment und gestärkt sein und wieder ein bisschen mehr in Freude zu sein für die Dinge, die da von dir gelebt werden aktuell. Isis, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für diesen schönen weiteren Podcast. Wie gesagt, die könnt ihr alle nachhören, einfach nur Kultur und Gestalt reingeben. Auf Facebook sind wir präsent, da könnt ihr uns auch gerne nochmal ein Zeichen geben. Und ich freue mich sehr auf nächsten Mittwoch zum Change Management. Vielen Dank, Tschüss. Isis. Tschüss. Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bleibt resilient.